Herzlich willkommen YouTube, danke, dass ihr wieder reinschaltet zu einer weiteren Folge Karrieremodus bei FIFA 15 mit Werder Bremen. Schön, dass wir das letzte Spiel gegen Stuttgart doch noch gewinnen konnten mit 2:1. Wir haben das Spiel drehen können nach dem 1:0 Rückstand, mal wieder ein früher 1:0 Rückstand. Ich war relativ ruhig in diesem Spiel, weil ich mich unfassbar konzentrieren musste und das hat mich... Ehrlich gesagt, es nervt mich, ich habe auch mit mir selbst gehadert, ich weiß nicht, ob ich hier noch weitermachen muss, ob das Ganze Sinn macht, oder was heißt muss, aber machen möchte, ob das Ganze Sinn macht, weil irgendwie für mich diese Spielmechanik hier komplett in diesem Karrieremodus, nichtsdestotrotz, wir müssen erstmal damit klarkommen, ich möchte euch auch die Möglichkeit geben, das hier weiter zu verfolgen und diese Saison doch irgendwie zu Ende bringen, deswegen hoffen wir einfach, dass dieser 2:1-Sieg gegen Stuttgart uns Aufschwung bringt. Wir sehen hier auch, das waren wichtige Punkte, auch gerade auf Hinblick jetzt auf dieses Nordderby gegen Hamburg, ja. Es gibt nichts Wichtigeres für einen Bremer als dieses Nordderby. Die Saison kann verlaufen, wie sie möchte, solange man die Nordderbys gewinnt. Und man muss schlichtweg sagen, mit diesem Sieg haben wir uns jetzt erstmal einen Vorsprung von 4 Punkten erwirtschaftet. Und wenn wir hier reinschauen, mit einem weiteren Sieg, da können wir sogar wieder nach oben angreifen, beziehungsweise ein bisschen da an die Position Europapokal, beziehungsweise Euroleague und Champions League da ein bisschen dran kratzen. Wir sehen uns gleich im Spiel. Die Aufstellung werde ich so ziemlich so lassen, weil, welche Alternativen haben wir schon? Ich werde noch die Santo hier reinbringen, als Auswechselspieler. Ansonsten schauen wir, wer dann müde ist, den werden wir auswechseln. Bis gleich! Hamburger Sportverein. Die hatten ihre hier vielleicht ein bisschen Ballsicherheit gewinnen. Nein, also hallo. Da stehen zwei Spieler. Ja, spielt den an, der gedeckt ist. Oh. Also die Grätsche zum Beispiel, da habe ich sicherlich nicht gedrückt. Deswegen, was soll das? Was soll das, EA? Hajrovic setzt sich hier super durch. Mach mal Meter, Junge. Mach mal Meter. Jetzt hast du ihn auf dem schwachen Rechten. Und da steht keiner. Keine Sau steht da in der Mitte. Meine Fresse. Schön geholt jetzt hier. Jetzt schick ihn mal da. Ey. Ich meine, der Diekmeier ist nicht der langsamste, ne? Aber Elia kann seine Pace hier in diesem Spiel auch überhaupt nicht ausspielen. Das ist keine Aufgabe für den Torwart. Schön. Oh, zu viert steht ihr da drumrum und trotzdem kriegt der Hamburger den Ball. Das verstehe ich nicht. Jetzt müssen wir aufpassen hier. Nein! Gott sei Dank. Jetzt Ibarbo. Guck mal, der ist vollkommen alleine. Wo sind seine Mitspieler hier? Vollkommen alleine. Ey, wir gehen jetzt mal auf sehr offensiv, weil das kann ich nicht nachvollziehen. Warum steht ihr so weit hinten darum? Also. Ein wunderbares Luftloch. Also das. Oh mein Gott, ey. Herzlichen Glückwunsch, ey. Mach diese Scheiße da unten weg. Ich weiß auch genau, warum EA auf keinen seiner Social Network-Seiten oder sonst was irgendwelche Posts von irgendwem erlaubt, weil die genau wissen, was sie hier für ein Bullshit verzapfen. Nikolai Müller. Obraniak. Und sie können es nicht besser oder wollen es einfach nicht besser. Yes! Yes! Jawohl! Mit einem langen Ball! Oh, Fajrovic! Da ist das Ding drin! Yeah! Gott sei Dank! Die Einzelführung muss man hier ein bisschen offen verschaffen. Das muss doch jetzt mal helfen, da einfach mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Schon das 6. Saisontor vor ihm. Das ist natürlich schon eine bärenstarke Leistung. Schön auf Junuzovic. Das ist es. Oh, wie kommst du den denn nicht machen, Ibarbo? Ich habe heute übrigens auf Twitter gelesen. Ach nee, das war gar nicht zu FIFA. Ich glaube zu COD auf PS3 Bugfixes. Ah, passt hier nicht ganz rein. Ich dachte, das wäre zu FIFA gewesen, hatte ich so im Sinn, aber.
wenn ich das hier so sehe, zum einen, warum PS3, ja, also nichts dagegen, dass sie es für PS3 noch machen, das finde ich sogar gut, ja, aber zum anderen, dass die PS4-Version hat mindestens genauso viele Fehler. 1:0 Führung, sehr schön, sehr schön, im Hamburger Land sind die Fans da eingeschüchtert oder warum machen die kein Party, Alter? Aber gut, hier sehen wir werden natürlich mal wieder dominiert, aber wir haben insgesamt ist das Spiel doch sehr ausgeglichen, von daher geht das schon in Ordnung. Wow, schlecht von Elia, aber es war ein Versuch wert. Wir bleiben in Ballbesitz. Oh, das war natürlich ein scheiß Pass. Nein, 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 nein. Also dass er aber auch keine Anspielstation ist, ne? Wow, ja, das ist natürlich ein Foulspiel. Das ist natürlich ein Foulspiel, aber gelb, also gelb sollte wohl ausreichen. Ein bisschen Aggressivität hier zeigen im Nordderby, so muss das sein. Ja, glaube ich habe auch Glück, dass es von vorne ist. Sehr schön, jetzt mal mit einem Doppelpass. Da läuft keiner mit. Ein unwiderstehlicher Sprint mit dem Ball am Fuß. Wo bleibt das Pass? Ibabo! Ibabo mit dem 2:0! Yes! Yeah! 2:0, so muss das sein. Gott sei Dank, das verschafft uns jetzt endlich mal ein bisschen Luft. Eiskalt abgeschlossen. Auch für ihn schon Tor Nummer 7. Also. Ganz ehrlich, Hajrović und Ibabo, das sind unsere Goalgetter hier. Alle anderen, die kannst du vergessen. Und jetzt Junuzovic, was für ein Ballgewinn. Hast die Möglichkeit? Oh! Oh! Wie hast du das hinbekommen? Den musst du doch nur noch reinschieben. Wieso? Was? Für uns, oder? Nein. Die laufen meine Spieler fast um. Hier, Ref! Sieht das geil aus. Hajrović, mach dein nächstes Ding! Nein! So viel ich auch jetzt geraged habe. Natürlich, wenn man führt, ey, dann kann man darüber lachen, aber es sieht so geil aus. Also, wow. Was war das denn bitte? In der Mitte ist viel Platz, spiel doch dahin. Oh, jetzt bitte bloß kein Gegentreffer fangen hier. Wir müssen näher an Mann bleiben. Galvez, nicht dorthin, nicht direkt in der Mitte. Was für ein Auge. Abseits? Was nein. Für ein genialer Pass. Oh. Jetzt, ja, ey, wieso krieg ich den Bartfriede da nicht? Mann, typisch. Wir wechseln aus. Mann. Die sind auch schon alle ziemlich platt da irgendwie. So, wir bringen nochmal den Di Santo. Den wollen wir ja eigentlich im Winter, glaube ich, jetzt verkaufen. Was heißt, glaube ich? Ja, ich plane es eigentlich, den zu verkaufen, wenn ein vernünftiges Angebot ankommt. Dafür muss er natürlich dann auch ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, warum ich den Bargfriede dort in der Mitte nicht bekommen habe. Van der Vaart kommt nochmal rein. Naja, wenn ihr meint. Di Santo tankt sich durch. Ah, der Abschluss kommt nicht mehr durch. Ob die da was draus machen? Galvez mit dem Kopf. Boah, was für eine Parade von Adler. Stark gehalten. Können wir hier jetzt nochmal den Deckel doch drauf machen? Ah. Nikolai Müller. Stieber. Yay, man sieht es. Man sieht es einfach. Jansen. Ja! Nennt es Momentum, nennt es geskriptet oder was auch immer für ein Bullshit. Es ist drin. Ging in Richtung, Kareem ja. Abdul-Jabbar. Das war ein amerikanischer Gott sei Dank dazwischen. Hol ihn noch!
Yes. Oh, da habe ich mich fast wieder selbst Dickmeier verarscht, weil ich nicht aufgepasst habe. Köpf ihn raus, köpf ihn doch richtig raus. Wieder ein knapper Sieg, 2:1, diesmal wesentlich komfortabler, weil wir einfach die ganze Zeit in der Führung waren. Wir hätten vielleicht noch das ein oder andere Tor schießen können, aber nichtsdestotrotz, das Nordderby ist gewonnen mit 2:1. Das ist das Wichtigste, die nächsten 3 Punkte auch eingefahren. Gott sei Dank. Wir schauen auch gleich mal vielleicht, wo wir da so stehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.